Trink mal nur Glaselwein, hallo darum, es muss ja. Die Bühne Heidenreichstein führt im Rahmen der Lenziade 2013 zum ersten Mal ein Stück des früh verstorbenen österreichischen Autors Werner Schwab auf. Die Präsidentinnen. Da kann ich 100-mal sagen zum Hermann, jetzt setz dich halt her, der hat einen guten Sinn dafür, der ist eine Erholung für dein Gewissen. Aber akkurat schaut er dem Film nicht zu. Fast alle Filme sind wunderschön, die Berge und das Meer. Die Menschen küssen sich auf den Mund und bekommen richtige Kinder. Die Präsidentinnen, das sind Grete, Erna und Mariedl. Sie sitzen zusammen und schwadronieren übers Leben. Und sie denken sich, was es noch für sie bereithalten könnte. In einer Sprache, die typisch ist für Schwab. Derb, frivol, abschreckend, abstoßend, aber gerade dadurch von einer umwerfenden Komik. Zipfe eine, Zipfe aus der Oberheit. Geht's gut, Oberheit? Geht's gut, Oberheit? Geht's gut? So was! Sie weiß ja gar nicht, was sie da singt. Du musst nicht schon wieder das Schlechteste denken, Grete. Das ist doch ein Volkslied. Die Präsidentinnen, das sind die erzkonservative Erna, die sich gerade eine Pelzhaube und einen Farbfernseher geleistet hat. Ein Urbi et Orbi auf dem Petersplatz. Das wäre was Schönes. Die frivole Grete, die nur noch ihren Dackel, die Lüdi, hat. Bei meiner Lüdi ist das ganz anders. Die Lüdi versteht alles. Wenn sie einmal bei einem fremden Scheißdreck nascht, dann sage ich zu ihr, Lüdi, tu nix Scheißdreck fressen. Und die Klofrau Mariedl, die kein größeres Glück kennt, als Sanitärprobleme mit bloßen Händen zu lösen. Was ist es schon, wenn einer nicht weiß, was es ist? Weich ist es. Und warm, wenn es frisch ist. Die Leute sagen immer, oje, das Klo ist verstopft. Schnell, geht zu Mariedl und holt sie her. Die macht's auch ohne die Mariedl. Der Herr liebt seine Schäfchen, wenn sie fröhlich sind. Hast schierche Flecken in der Seele drin, dann geht's dir fürchterlich.